gesagt, heute mache ich eine kleine Snapchat-Story um meine Soleier-Produktion. Und hier seht ihr schon mal die 30 Eier, die wir heute in Soleier verwandeln werden. Das sind 30 Eier vom Hühnerhof, deswegen sind die auch nicht gestempelt und haben keine Kennung da drauf. Und ich fahre jetzt noch mal kurz einkaufen und dann legen wir gleich los. Ich bin vom Einkaufen wieder da und fange jetzt an, die Soleier zu machen. Also, seid gespannt! Soleier-Rezept findet ihr übrigens auch nochmal hier auf fraumau.de. Das ist schon ein bisschen älter, seht ihr, 4. Dezember 2013. Könnt ihr beim Suchfeld einfach Soleier eingeben im Suchfeld und dann seht ihr ja auch schon die Zutaten, die ihr braucht. Bei Eiern generell für Ostern oder zum Pellen ist es immer wichtig, dass sie nicht frisch sind, sondern lieber eine Woche, 10 Tage alt, dann lassen sie sich viel leichter pellen, weil sich dann das Innere ein bisschen zusammenschrumpft und deswegen ein bisschen von der Schale löst. Und deswegen lassen sie sich nachher leichter pellen. Das hat auch Abschrecken, ne? Macht da überhaupt gar keinen Unterschied. Für 30 Eier brauchen wir 4,5 Liter Wasser, was wir in einem großen Topf zum Kochen bringen. In das Wasser füllen wir jetzt 15 Esslöffel Salz, dann die Schalen von roten und braunen Zwiebeln, je nach Geschmack, das ist für die schöne Färbung. Dazu kommen noch Lorbeerblätter, Wacholderbeeren und Nelken und eine ganze Zwiebel in zwei Hälften geteilt. Die genauen Mengen schreibe ich euch aber auch nochmal auf. Mit den Zwiebelschalen ist ein bisschen komisch für den Anfang, ne? Aber das ist wegen der Farbe, das brauchen wir. Bis der Spaß jetzt endlich kocht, müssen wir alle 30 Eier mit diesem geilen 70er Jahre Retro-Picker anpieksen von beiden Seiten. Soleier stehen übrigens traditionell im Berliner und westfälischen Raum in der Kneipe auf der Theke in so einem Glas. Vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen und euch gewundert, was das ist. Hier kann man übrigens schon sehen, wie das Wasser sich verfärbt durch die Zwiebelschalen, die schön dunkel und braun sind. Wenn der Spaß dann endlich kocht, packen wir vorsichtig die 30 Eier ins Wasser. Nicht plumpsen lassen, sonst sind sie direkt schon kaputt. Jetzt müssen die Eier für ganze 20 Minuten in dieser Salzlake kochen. Und dann kommen wir wieder. In der Zwischenzeit kann man zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen oder die Kräutersammlung auf der Fensterbank gießen. Oder eine Runde auf der Couch abchillen. Einfach eine Runde ein Pennematz machen. Inzwischen. Oder man lässt das, während man pennt, ein bisschen überkochen. Ne? Ist nicht so gut. Habe ich gerade mal für euch ausprobiert. Macht das mal nicht. 20 Minuten später. 20 Minuten kochen, fischen wir zum Beispiel mit so einer Seihe die Eier einzeln da raus und schrecken sie im kalten Wasser ab. Was man nicht unbedingt braucht, weil die Eier ja alt genug sind und deswegen eigentlich das Abschrecken keinen Unterschied mehr macht. Danach fischt ihr die Eier wieder aus dem Wasser raus und legt sie auf ein Küchentuch und lasst sie etwas trocknen. Auf jeden Fall der Gewinner des Tages. Salzlake und die Soleier bzw. die gekochten Eier lassen wir jetzt erstmal noch ein bisschen abkühlen. 2 Stunden später. Die Eier sind mittlerweile ein bisschen abgekühlt und jetzt kommen wir nämlich zum Fun-Part. Die werden jetzt rundherum angedutscht. Nur so heftig, dass die Schale noch dran bleibt, damit nachher nämlich die Salzlake richtig schön aufsaugen können. Anschlagen macht man übrigens damit die braune Salzlake, die nachher so ein bisschen netzmäßig einfärbt. Das sieht richtig cool dann in ein paar Tagen aus. Die angeschlagenen Eier fülle ich jetzt in ein großes Glasgefäß. Da kommt dann nachher auch die Salzlake mit rein. Die Salzlake gießen wir jetzt durch ein relativ feines Sieb und gucken, dass halt alles, die ganzen Brösel und sowas aus der Lake rauskommt. Aber jetzt ist wichtig, dass vor allem diese Eiweißreste da rauskommen, weil sonst gammelt das viel zu schnell alles. So, ich habe jetzt einen großen Teil der Salzlake zu den noch warmen Soleiern gefüllt und die andere Hälfte daneben. Jetzt kratze ich nur so ein paar Lorbeerblätter und Wacholderbeeren aus dem abgesiebten Zeug und packe die noch mit da rein. Das sieht ja mal ganz schön aus dann, weißt du? So dekomäßig. Wenn die komplett abgekühlt sind, dann stellt ihr sie in den Kühlschrank und die halten sich dann ungefähr 2 Wochen. 1 Minute, 37 Sekunden später. So, und zu guter Letzt zeige ich euch noch, wie wir traditionell bei uns zu Hause die Soleier an Ostern verspeisen. Das Ei wird gepellt und in 2 Hälften geschnitten. Dabei versucht man so gut wie möglich, das Eigelb in 2 gleich große Hälften zu packen. Das ist mir fast gelungen. Man könnte das Ganze natürlich auch einfach längs halbieren, dann hätte man es immer halbe. Aber wir machen immer so eine kleine Challenge an Ostern raus und der Gewinner gewinnt halt.
Die Hälften werden nun befüllt mit Olivenöl oder normalem Öl, halber Teelöffel pro Seite. Teelöffel Essig, egal welcher, Weißwein oder Balsamico, der tut's auch, ist eigentlich egal. Messerspitze Senf pro Eihälfte, Messerspitze Mayo oder Remoulade pro Hälfte. Er mag noch ein paar Tröpfchen Maggi pro Seite. Zum Schluss noch ein bisschen Salz und Pfeffer und dann das Käppchen nehmen, draufpacken und ab in den Mund. Dass jetzt die Art, wie wir die Dinger essen, da gibt es bestimmt tausend verschiedene Arten, wie Leute die verzehren. Euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, heute in meiner Chaos Kitchen mit dabei zu sein, gewesen, zu sein, gewesen, wesen, sein. Noch gerne mal einen Snap, wie es euch gefallen hat und ob ich sowas öfter mal machen soll. Und gerne auch einen Kommentar oder sowas bei YouTube oder sonst wo. Macht's gut, bis dann!